Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Noch bin ich tief und fest am Schlafen. Wie gesagt, noch. Ja, ihr seht übrigens richtig. Wenn Marcel nicht bei mir ist, dürfen alle Kuscheltiere bei mir im Bett pennen. Heute habe ich drehfrei, deshalb klingelt der Wecker ein klein bisschen später. Das erste Mal um 7.20 Uhr. Ich bin noch ganz schön müde. Deshalb erstmal snoosen und Decke über den Kopf ziehen. Um 7.30 Uhr klingelt dann der richtige Wecker. Jetzt heißt es aufstehen. Als erstes ziehe ich meine Einhornpuschen an. In die bin ich ganz schön verknallt zurzeit. Außerdem hat man warme Füße. Mein erster Weg am Morgen, ab in die Küche. Ich stehe total auf Einhörner, deshalb als erstes mal den Kuschelpulli an. Und dann Kaffeewasser aufsetzen. Während das Wasser warm wird, geht's für mich ins Bad. Alleine. Naja, okay, ausnahmsweise dürft ihr heute mit rein. Boah, sehe ich verknautscht aus morgens. Habe ich überhaupt schon Augen? Als allererstes kommen die Kontaktlinsen rein, damit ich überhaupt was mitbekomme. Ja, irgendwie doch ein bisschen warm. Also Kuschelpulli wieder ausziehen. Ist schließlich schon fast Sommer. Am liebsten dusche ich abends, deshalb wird dann morgens an freien Tagen gewaschen. Wenn ich drehe, wird natürlich morgens nochmal geduscht. Und zum richtig wach werden benutze ich meinen Face Mist von Body Shop. Jetzt sind die Zähnchen dran. Wenn die Beißerchen sauber sind, geht's weiter mit den Haaren. Die bekommen an drehfreien Tagen auch mal eine Pause. Dann wird nicht gewaschen, sondern mit Trockenshampoo behandelt. Falls ihr übrigens noch keins habt, das Günstige tut es vollkommen. Einfach überall reinsprühen. Zack, zarab hat man eine super Frisur. Mit kalter Luft puste ich das Ganze ganz kurz durch, damit auch die Reste rausgehen. Dann wird nochmal gekämmt und fertig. Ja, fast fertig. Gleich bin ich fertig. Jetzt aber, wie lange kämme ich mich denn? Okay, Frisur sitzt. Das muss an freien Tagen reichen. Damit ich nicht stinke, gibt's ein bisschen Deo unter die Arme. Jetzt komme ich zur Hautpflege. Seit einiger Zeit benutze ich die Produkte von SkinCeuticals und ich fange mit einem Antioxidans an. Das ist sowas wie ein Serum. Da ist so eine schicke Pipette drin und dann einfach ein paar Tropfen in die Handfläche. Ja, noch ein, noch ein, noch ein und dann das Ganze im Gesicht verteilen. Ja, der Hals kriegt auch was ab. Das hat meine Oma immer schon gesagt. Immer den Hals mit einschmieren. Und jetzt die Tagespflege. Hier creme ich mich auch einfach ganz normal ein. Sollte man das eigentlich zärtlicher machen? Der Hals bekommt auch was ab und zum Schluss noch das Dekolleté. Augenpflege gibt es natürlich auch. Ich schmiere die immer unter die Augen, ich weiß, eigentlich soll man die klopfen. Last but not least die Lippen
mit meinem Lieblings-Lippenpflegestift. Und keine 10 Minuten später bin ich zumindest im Bad schon mal fertig. Zurück in die Küche. Das Wasser kocht inzwischen sehr gut. Also kann ich mir Frühstück machen. Im Moment stehe ich total auf Overnight Oats. Die kann man am Abend vorher vorbereiten und morgens ist man total schnell fertig. Dazu gibt's frische Beeren. Jetzt aber erstmal Kaffee. Richtig, Instant Kaffee, mein Lieblingskaffee. Manchmal trinke ich auch einen Nespresso aus der Maschine, aber an den meisten Tagen, wenn ich frei habe, gibt's Lieblingskaffee. Und dazu eine Zitrone? Nee, die ist natürlich fürs Wasser. Ich trinke nämlich jeden Morgen als kleines Ritual ein Glas Zitronenwasser. Irgendwo habe ich mal gelesen, das soll gut sein. Wird schon wirken. Jetzt noch schnell die Erdbeeren klein schnibbeln und ab in die Overnight Oats. Dann noch ein paar Löffel Joghurt drauf. An manchen Tagen räume ich dann auch alles brav direkt zurück in den Kühlschrank. Wie gesagt, an manchen Tagen. Und zum Schluss gibt es noch ein paar Mandeln auf dem Frühstück. Jetzt kann es losgehen. Frühstück ist fertig. Wenn ich alleine bin, starte ich meinen Tag dann meistens am Laptop, während ich frühstücke. Hier checke ich die ersten E-Mails, gucke aufs Handy, wer hat geschrieben, wer hat angerufen, was gibt es Neues in der Welt. Ich lese eure Kommentare auf YouTube und antworte natürlich. Außerdem schaue ich mir natürlich meine Facebook-Seite an. Und bin jedes Mal froh, wenn ich sehe, wie viel ihr kommentiert und geliked habt. Ein Anruf bei meiner besten Freundin gehört morgens um kurz vor 8 meist auch dazu. Oh, Instagram hätte ich fast vergessen. Schnell noch ein paar Likes verteilen und dann geht's weiter zu YouTube. Bei einer zweiten Tasse Kaffee gucke ich mir dann nochmal meine Abo-Liste und ein paar Videos an. Hier schaue ich gerade eins von Michael Buchinger. Den mag ich besonders. Und dann ist auch schon die erste Stunde meines Tages rum. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!